Um Gottes Willen! Der ist weg, den werden wir nie mehr wiedersehen. Aber Sie sehen uns, liebe Zuschauer, auf Golf TV im Internetkanal. IPTV heißt das neue Stichwort, 24 Stunden und weltweit. Tja, was Sie alles in Golf TV sehen und was heißt IPTV, das darf ich Ihnen als Ihr Fred Fuckenthaler heute präsentieren. Erstes Thema, die Golfplätze. Sie wollen an einem neuen Golfplatz spielen, den kennen Sie nicht? Kein Problem, Sie gehen auf IPTV Golf TV und schauen sich den Platz vorher an. Bitteschön. Das Gebiet um den oberbayerischen Tegernsee ist für Touristen aus nah und fern ein gerne besuchtes Urlaubsziel. Der See, der von sanften Alpenausläufern umgeben ist, bietet neben der malerischen Kulisse auch Insidern noch Geheimtipps. Wie das Gut Steinberg beim Örtchen Marienstein, das den Golf- und Landclub Margaretenhof beherbergt. In einer guten halben Stunde mit dem Auto vom Münchner Süden ist der Club über zwei Routen erreichbar. Von der A95, der Autobahn Garmisch kommend, über die B472 oder über die A8, die Salzburger Autobahn und dann der B318 folgend. Wer hier auf die Runde geht, findet einen gepflegten 18-Loch-Platz vor, die Fairways sauber gemäht und falls doch einmal ein Ball ins Rough gegangen sein sollte, ist es auch von dort kein Problem, wieder herauszuspielen. Nun geht's zum Golfen nach Palm Beach, eine gute Autostunde nördlich von Miami. Das PGA National Resort & Spa ist ein Traumziel für die Freunde des Golfsports. Auf 10 Quadratkilometern finden Sie hier 5 traumhafte 18-Löcher-Meisterschaftsplätze. Hier trifft sich die Crème de la Crème zum Golfen. Das Hotel ist auch perfekt für einen Familienurlaub gerüstet. Top-Restaurants, Tennisplätze und traumhafte Pools erwarten Sie hier. Im Spa, dem Wellnessbereich des Hotels, können Sie sogar im Original Totenmeersalz baden. Das gesamte Areal war früher eine feuchte Sumpfgegend, ein Teil der berühmten Everglades. Man hat großen Wert darauf gelegt, die Natur nicht zu zerstören. Und deshalb wurde hier so viel erhalten, wie es nur ging. Die Vögel, die hier leben, haben sich an die Golfer gewöhnt. Vom Breitensportclub jetzt zum exklusivsten der Region, zum Golfclub Luzern, dem drittältesten Club der Schweiz, gegründet im Jahre 1903. Sie finden ihn oberhalb von Luzern auf dem sogenannten Digi-Berg. Vom Panorama über den Vierwaldstätter See am Birkenstock entlang bis rüber zu Rigi sollte man sich aber nicht allzu sehr ablenken lassen. Darüber hinaus fällt auf, dass rein topografisch die Anlage des Luzern Golfclubs zwei Gesichter hat. Zum einen befinden sich die ersten Fairways in einem Gelände mit parkähnlichem Charakter, eingewachsen und urtümlich. Geht man dann weiter Richtung Osten, öffnet sich der Kurs auf seiner gesamten Breite. Aufgrund der Lage des Clubs am Berg sind Höhenunterschiede nicht zu vermeiden. Manche Löcher müssen deshalb blind angespielt werden. Etwas Kondition und Vorstellungsvermögen sind hier gefragt. Die Grüns sind nicht allzu groß, wirken eben, weisen aber kleine Breaks auf, die nicht zu unterschätzen sind. Bunker gibt es dagegen wenige, was typisch für eine Anlage ist, die vor fast 100 Jahren gestaltet wurde. Ohne Zweifel, der K-Club ist einer der besten Golfclubs des Landes. Er kombiniert die Eleganz eines irischen Herrenhauses mit den Annehmlichkeiten eines amerikanischen Resortplatzes und das nur 17 Kilometer westlich von Dublin. Auf rund 133 Hektar sind der Championship-Golfplatz und das 5-Sterne-Hotel untergebracht.
Schon vorab sei erwähnt, dass diese Anlage nicht den ländlich-idyllischen Charme versprüht, was sich aber durch die Stadtnähe zu Dublin erklärt. Charakteristisch sind unter anderem künstliche Hügellandschaften und opulente Bunker. An fast allen Löchern erschwert Wasser das Spiel. Die Grüns sind dagegen kaum onduliert. Wer hier spielt, sollte vor allem eine gewisse Zielgenauigkeit und absolute Furchtlosigkeit vor Wasser mitbringen. So, liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zu den so begehrten Golf-Tipps. Das heißt, bei Golf TV, Sie lehnen sich jetzt erstmal in Ruhe zurück und wir zeigen Ihnen dann die Tipps und die Tricks der Pros und der Trainer. 1, 2, 3, 4, 5 Mal anschauen, so oft Sie wollen, und dann gehen Sie auf Ihr eigenes Wohnzimmergrün und lochen ein. Auf Loch 19. Herzlich willkommen, liebe Golffreunde, bei meinen Golftipps. Thema heute, das Putten. Sie haben sich bestimmt schon einmal gefragt, warum wir Profis so gut putten. Ich möchte Ihnen einen wirklich guten Trick zeigen. Das Wichtigste beim Putten ist, dass Sie das Grün richtig lesen. Hier in diesem Fall haben Sie gesehen, ein leichter Linksbogen. Das heißt, die Schwierigkeit ist, das Gefälle richtig zu berechnen und den Schläger richtig auszurichten. Wir verwenden dabei einen kleinen Trick. Sehen Sie sich dabei mal den Ball an und Sie sehen, darauf gibt es eine Schrift. Dieser Schriftzug soll genau dorthin zeigen, wohin Sie putten wollen. In diesem Fall ca. 10 cm rechts vom Loch. Richten Sie jetzt Ihren Putter nach der Schrift auf dem Ball aus. Herzlich willkommen, liebe Golffreunde, bei meinen Golftipps. Sie sehen, ich liege hier mitten auf dem Fairway an diesem Dogleg. Natürlich kann ich geradeaus und dann links um die Ecke spielen, aber ich habe auch die Möglichkeit, über dieses Hindernis zu spielen. Natürlich stellt sich hier immer die Frage, welches ist der Schläger, der den Ball über den Baum bringt? Welches ist der richtige oder der falsche, wissen Sie natürlich nach dem Schlag. Ich zeige Ihnen jetzt einen kleinen Trick, wie Sie es schon vorher feststellen können. Ich nehme jetzt ein Eisen 6, lege es hier auf den Boden und wenn ich auf die Schlagfläche trete, ist der Schaft in einem gewissen Winkel und ich kann erkennen, wie der Ball fliegen würde, das heißt, welche Höhe er fliegen würde. Und ich kann deutlich sehen, mit diesem Schläger komme ich nicht über das Hindernis. Ich habe hier ein Eisen 8 und mache das Gleiche.